Und willkommen zurück zu Let's Play Starbone! Ja, und ich habe meine restliche Kohle in den Tank getan, wie ihr hier schön sehen könnt. Oh yeah. Und zwar haben wir jetzt vor, auf einen anderen Planeten zu fliegen. Und ich bin für Mond- und Asteroidenfelden. Dave hatte gerade einen schönen Sektor gefunden. Nur, naja. Ich habe hier einen Moon und Forest. Moon und Forest wäre super. Dann könnten wir mal eben kurz zum Forest rüber. Soll ich? Ja, okay, mach. Ich gehe zuerst auf den Forest, der ist richtig groß, der Mond ist klein. Sauber, okay. Ich schlaf so lange ein bisschen. Mach halt. Ich habe ja auch was für dich. Hier. Zum Entspannen. Ja genau, lass mal unser Raumschiff ganz gut einrichten. Jawohl, wie lange wir fliegen. Junge, du musst den Stuhl wegmachen, sonst passt ja, der Junge, da nicht. Nee, ist klar. Hätte ich jetzt echt nicht drauf bekommen. Wir sind da. Ich merk's. Und ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal... Siehst du die Banner? Eis muss ich auf jeden Fall finden. Nee. Guck, da hinten ist der Mond, der ganz kleine. Jawohl, sauber. Und runter. Wow, was sind das für Bäume? Nice. Ja, Mann. Mach gleich mal ein Screenshot davon. Nee, nee, mach ich hinterher. Sollen wir nach rechts oder nach links? Rechts. Ui! Hey, nein! Da? Scheiße, der hier oben schießt mit Blubberblasen. Lol, ich glaube, das ist Iron Ore. Ja, Iron. Das ist Iron Ore. Ich brauche Iron Ore, damit ich mir bessere Sachen brauche. Ich auch. Das mache ich dann aber wieder auf unserem Heimatplaneten, wo unser wunderschönes Haus ist. Ey, das haben wir dir noch gar nicht gezeigt. Was? Ich hatte doch das Haus weitergemacht. Ja, ja, stimmt. Tomaten! Hier sind Tomaten! Bau du die ab, ich bau die Kohle ab. Für den Heimflug. Oder bau du die ab? Ah ja, stimmt, scheiße, wir brauchen dringend Kohle. Ja. Ah ja, die kenne ich. Fuck it. Ja, Mann, das hier haben wir Silber und Geld. Hui. Ich leg mir mal schon mal wieder die Wax auf den Kriegsmann. Mach, ich habe überhaupt keine Wax. Ich laufe hier immer ohne Wax durch die Gegend. Gib mir mal ein paar. Ich mach dir jetzt welche. Okay, ich baue dir so lange hier einen kleinen Weg nach oben. Wow. Was? Ich seh nix. Ich seh nix. Leck mich, Junge! Und ich bin tot. Scheiße. Egal. Wir sind ja noch fast ganz am Anfang. Bau da mal diese Lianen ab. Mit der Axt. Da kannst du dir Rex machen. Ich muss das nervt, dass ich immer dir die machen muss. Also machst du die gefälligst selber. Boah, wie es gerade hakt. Junge, wie es hakt. Warum hakt es schon wieder so derbe Scheiße? Ah, jetzt hält es sich aber in Grenzen. Oh, hier haben wir noch Kohle. Schon mal erstmal die Kohle. Ist jetzt erstmal wichtiger. Dann müssen wir nämlich mit meinem Raumschiff zu unserem Heimatplaneten dann demnächst fliegen. Da müssen wir uns nur mal kurz zu meinem Schiff beamen, um nach Hause zu kommen. Dann verbrauchen wir überhaupt keine Kohle. Hast du gehört? Ja. Na bitte. So, mal gucken, ob ich mir schon ein paar machen kann. Oh, leck mich. Komm her, du Sack. Scheiße, hier kommt noch so ein Viech. Und es hab grad Standbild. Scheiße, Junge. Komm zurück. Junge, warum hakt es schon wieder so bei... Okay, ich hab ihn getötet. Warum hat es gerade schon wieder so pervers gehakt, Junge? Alter, ich schwör, bald nehme ich wieder Starbound auf, wenn's so weitergeht. Junge, leck mich. Hey Junge, was, wenn bei dir ständig am Haken ist bei jedem Kackspiel? Bandagen. Die legen wir uns dann hier nach oben hin. Jawohl, etwas Iron Ore. So muss ich laufen. So, dann, Alter, warum hakt das jetzt so scheiße? Kann ich Steam eigentlich währenddessen ausmachen, also das Fenster? Nö.
Sicher? Welches Fenster meinst du? Also ich habe Steam nochmal so als Fenster offen. Ja, das kannst du, glaube ich, ausmachen. Okay, dann mache ich das mal eben. Junge, die Viecher gehen mir auf den Sack. Vielleicht läuft es gerade besser. Ist gerade. Oh, Labor, Mann, richtig dickes. Warte mal kurz. Alter, hat hier viel Geld drin. Okay, da bin ich wieder. Warte mal auf mich. Nice, was ist das? Warte mal auf mich, Junge. Ich hab hier so eine rote Lampe abgebaut. Ey, das sind wieder Tomaten, jawohl. Scheiße, das hackt jetzt gerade wieder mega. Kein Plan, warum, woran das liegt. Gleich nehme ich jetzt auf. Leck mich mit, gleich nimmst du jetzt auf. Du nimmst hier gar nichts auf. Jawohl, so eine Art Labor. War das, warst du hier schon? Ja, ne? Ja. Du hast auch die ganzen Sachen da mitgenommen, ne? Nö. Ja. Scheiße, mein Inventar ist zu voll. Ich kann keine Sachen mitnehmen. Ja, komm mal, wenn es bald nicht besser läuft, dann muss ich es eben wieder aufnehmen. Nö, Junge, das läuft schon. Tomaten. Jawohl, gut. Jetzt warte doch mal auf mich. Mein... Ah, da ist er ja. Der Dave. Tomaten. Geld. Ey. Ich werde das gut erhalten. Hast du Timer gestellt? Ja, ja. Habe ich. Gut. Kohle nimmst du mit. Nee, nö, nimm du die mit. Dann nimm sie eben nicht mit. Ja. Oh, Eisen. Vermutlich muss Starbound jetzt irgendwie nur ein bisschen laden, weil wir gerade auf einem neuen Planeten sind. Ups. Junge, meint der Ups. Was ist denn hier? Eine Brücke. Nice, schicke Brücke. Warte, ich nehme das Metall mit. Das können wir für unser Haus gebrauchen. Hab wieder eine Tomate. Du so lange weiter, ich nehme mir die Brücke mit. So, 9 FPS, wollt ihr mich verarschen? Was? Tomaten. Jawohl. Alter. Den ganzen Tomaten. Oh, ist hier viel Iron Ore. So, was schmeiß ich denn dafür mal raus? Die Erde. Brauche ich nicht. Weg mit dir. Na, das reicht aber auch schon von diesem Metall. Man braucht, wenn man das bessere Spitzhacke oder diesen geilen Bohrer, den Grock hat. Ja, ja. Aber vielleicht die Bohrer kriegen wir erst später. Dafür brauchen wir eine spezielle Werkbank. Vielleicht finden wir auch einen. Tut mir leid, falls es jetzt ruckeln sollte, das mache ich dann in der nächsten Folge wieder weg. Kann man natürlich auch schon auf diesen Anfangsplaneten hier so gute Alter. Sachen finden oder erst auf den späteren Sektor. Auf dem Anfangsplanet. Ja, sauber, Copperohr. Also kann man? Ja klar, also für die Anfangsverhältnisse natürlich. Ich meine aber, dass man hier auch schon so einen Bohrer und sowas finden kann. Alter, der Berg. Nee, nee, für den Bohrer musst du dir glaube ich craften, den kannst du nicht finden. Bestimmt kann man den finden. Kann ich mir eigentlich vorstellen. Junge, diese fetten Grünviecher sind so wie die Dreiköpfe. Junge, mein Alter, warum hackt der Scheiß jetzt gerade so wie mega? Matrix-Style. Echt ein Kack. Tut mir sehr leid, liebe Freunde. In der nächsten Folge wird das dann besser, aber die Folge müssen wir jetzt leider so durchziehen. Ja, da kommt dann wieder dieser Blubberblasen-Fuzzi. Junge. Ah, du backst mit mir auch mega rum. Und ich bin, glaube ich, gleich tot. Voll. Jo. Tomates. Oh, Copper. Junge, wie das hackt, Alter. Mm. Junge! Ich bin tot!
kein Spiel kann so haken. Alter, Vater. Hast du nebenbei noch irgendwas auf, zufällig? Nein, Junge, nur Frap, Skype, diesen Launcher von Starbound und Starbound selber. Ich muss gleich mal gucken, ob ich hier was machen kann. Alter, ich darf kann die... nach links, wenn du nach rechts läufst. Krieg die Maus nicht unter Kontrolle. Alter. Leck mich. Was? Junge. Und Skype ist natürlich auch gerade schick am Abkacken. Super. Alter. Oh mein Junge. Du hast ein besseres C. Ach. Junge, jetzt spring doch. Tomatoes. Wenn er springen will. Und du solltest vor allem mal wegladen. Ja, Junge, ich bin ja dabei, aber du lässt mich ja nie. Leck mich mit, du lässt mich ja nie. Ja, ist doch so. Was für ist doch so? Ich hab mich heute rendern lassen. Zwei Sachen. Ich sag vor allen Dingen immer vorher, render noch. Ja, ja. Hauptsache, wenn ich dann sage, ja, dann render ich hier am Anfang. Sagst, ruf mich, wenn du sagst, ruf mich ja an. Hätte ich auch später sagen können. Ja, ruf mich an, geht ja. Und dann währenddessen rendern, haben wir ja auch gemacht. Alter, wie das gerade hakt. Schön viel Kohle. So, mal gucken, wo kommt die Maus gleich hin? Alter, ein FPS. So, ich gehe jetzt hoch zum Schiff. Da wird es weniger haken. Oh, hier ist eine Truhe. Wieder ein FPS. Geil. Ich hab so eine Sichel gefunden. So, und ich bin in meinem Raumschiff. Ah, das hakt aber gerade wieder noch mega. Kann ich immer das auf dieses auf L und R lachen? Was? Was meine Sachen auf L und R liegt? Hast du immer, wenn du X drückst, dann die Sache. Das habe ich auch mit meiner Waffe. Echt? Ja. Okay, Leute, ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist, aber so kann man wirklich nicht weiterspielen. Es sind eh nur noch 2 Minuten, also würde ich sagen, beenden wir damit diese Folge hier. In der nächsten Folge wird es dann besser, das garantiere ich euch. Ich werde dann auch ein paar Testaufnahmen machen, bevor ich mit der wirklichen Folge anfange. Also, bis demnächst. Ciao, Leute. Toll.